Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei Geralt in einem Turm voller Ratten auf der Reuseninsel. Wir sind einem Fluch auf der Spur. Und was wir bisher erfahren haben, ist zumindest, dass es hier, ja, wie soll ich sagen, mehrere Unglücke irgendwie gegeben hat. Mehrere schreckliche Dinge, die hier geschehen sind. Und irgendwas muss hier noch aktiv sein. Wir haben es gehört, wir haben mitbekommen, dass hier jemand umgebracht wurde, der geplündert hat von einem Wesen, einer Erscheinung, was auch immer. Ich denke mal, je höher wir kommen, umso näher kommen wir dem Rätsel. Hier ist noch ein Zwischengeschoss, sehe ich gerade, auf das man hier gar nicht zugreifen kann. Kann man hier irgendwie hochklettern über dieses Regal oder sowas? Nee. Aber da ist ein Zwischengeschoss, seht ihr es? Außerdem sehe ich da noch einen Zettel an der Wand. Das wäre auch ganz cool, wenn man den noch lesen könnte. Aber ist nicht der Fall. Nun gut, dann gehen wir hoch. Habe ich hier drinnen irgendwie eine Leiter übersehen? Nee. Habe ich nicht. So, ich rechne jetzt hier jederzeit mit dem Schlimmsten. Hier sind Betten. Und ich höre schon wieder Schritte. Hier ist eine Truhe, ein Messer steckt da drin. Die Gegenstände, Dinge machen sich hier auch selbstständig, habe ich den Eindruck. Aber hier ist nichts weiter. Ratten höre ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ein Bild, das sich bewegt. Wer oder was ist hier? Hier scheint es zu Ende zu sein. Gucken wir mal. Wo bist du? Hast du schon das Labor ganz oben im Turm gefunden? Ich bin in der Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Dann bist du noch nicht ganz oben. Such nach einem Aufstieg. Ja. Was ich hier aber sehe, gerade vor uns, sind Kratzer da. Und ein Jammern höre ich. Ein Schluchzen. Okay, das gucken wir uns gleich an. Oh, alles klar. Ein Hebel. Naja, gut. Das ist dann ziemlich offensichtlich, oder? Wie das Ganze knarzt. Herrlich. Ich schütze mich mal sicherheitshalber. Okay, der Aufstieg. Eine weinende Frau. Ja, da haben wir noch einen Geist. Sieht nach Labor aus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Okay, also wir haben dieses Labor gefunden, aber es geht immer noch weiter hoch. So, was finden wir hier? Tagebuch des Magiers Alexander, Teil 2. Okay, das scheint der zu sein, mit dem Kira auch gesprochen hat. Ich denke mal, wir werden erst lesen, wenn wir Teil 1 gefunden haben. Gucken wir erstmal ein bisschen. Ja. Schemata, gerne gesehen. Oh mein Gott. Was wurden hier für Experimente gemacht? Menschenexperimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Ja. So eine Freundin hat Kira? Das ist erschreckend. Und irgendjemand weint immer noch hier. Okay, das ist Tagebuch Teil 1. Gut. Dann lesen wir das jetzt mal. Tag 237. Meine Experimente zeitigen weiterhin Ergebnisse, die ich als unzuverlässig betrachten muss. Fehler bei der Methode kommen nicht in Frage. Das Problem ist das schäbige, fehleranfällige Forschungsmaterial, mit dem zu arbeiten ich gezwungen bin. Entgegen seiner Zusicherung ist Serat außerstande, mir genügend gesunde Exemplare für meine Versuche zu beschaffen. Die meisten wurden aus dem Kerker hergeschleift und sind unterernährt und verstört. Ich verschwende täglich viel Zeit damit, sie zu waschen und zu entlausen, bevor ich sie auch nur einen Fuß in mein Labor setzen lasse. Sterilität
ist das Wichtigste. Gott, ich kann dieses... kann das Weinen kaum ertragen hier nebenbei. Er redet ganz offensichtlich hier nicht von Ratten. Wie Marti Sodergren in ihrer wenig bekannten Arbeit beweisen konnte, spielt die Einstellung des zu behandelnden Patienten eine signifikante Rolle im Kampf gegen die Krankheit. Leider zeigen die Freiwilligen, die mir geliefert werden, kein ausreichendes Verständnis für die edle Arbeit, deren Teil sie sind, geschweige denn irgendeine Begeisterung. Tatsächlich betrachten sie die Forschung offenbar als Teil ihrer Strafe. Ich bin zwar kein großer Redner, aber ich habe schon mehrfach versucht, sie zu überzeugen, dass sie zur Ausrottung einer der übelsten Seuchen beitragen, von der die Menschheit geplagt wird. Leider hat es den Anschein, dass sie nicht viel verstehen. Vielleicht ist ihre Begriffsstutzigkeit auch den ersten Krankheitsstadien geschuldet. Natürlich erfordert jeder Erfolg große Opfer. Die meisten von ihnen werden ihr Leben auf dem Altar der Forschung opfern müssen. Doch das ist ein Opfer, das zu erbringen ich bereit bin. Ja, okay, toll. Das ist doch nicht sein Opfer. Wir gucken uns gleich das hier an. Aber ich will noch Teil 2 lesen. Ich gehe mal kurz hier um die Ecke. Dieses Schluchzen ist wirklich zu jämmerlich. Aber erstmal müssen wir das nochmal kurz finden. Wo haben wir Teil 2 hingetan? Hier. Tag 346. Ich habe Ratten nie gemocht. Das liegt weniger an ihren obszönen Schwänzen, als vielmehr an ihrer lebhaften, verstörenden Intelligenz. Sie scheinen stets zuzuhören, wenn man glaubt, nur mit sich selbst zu reden. Noch schlimmer, sie scheinen zu verstehen. Vor ein paar Tagen ertappte ich mich dabei, mit einer zu reden, mit einem besonders großen, schwarzen Männchen, dem ein Ohr fehlt. Zunächst wurde ich von Sorge überwältigt, dass mein Verhalten auf den Beginn der Krankheit zurückzuführen wäre, aber das war natürlich unmöglich, da ich meine Immunität mit mächtigen Zaubern verstärkt habe. Später folgerte ich, dass es sich nur um einen natürlichen, schwer zu überwindenden Reflex handelte. Wir Magier mögen es, wenn man uns zuhört. Ich habe die schwarze Ratte in einem separaten Käfig untergebracht. Vielleicht bekommt sie noch ihre Chance, an den Versuchen teilzunehmen. Bis dahin kann sie mir Gesellschaft leisten und beobachten. Mir fällt auf, dass sie die infizierten Nager mit großer Konzentration beobachtet, vor allem solche in den letzten Krankheitsstadien. Sehr interessant. Ich könnte mir keine bessere Gesellschaft wünschen. Serat meidet das Labor und hat auch den Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass seine Tochter sich von mir fernhält. Zunächst dachte ich, er hätte moralische Bedenken. Diese wären zu lächerlich gewesen. Doch dann erklärte er, dass Annabelle schon immer eine labile Psyche hatte und der Anblick der Kranken sie aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Die Bauern, die an der Studie teilnehmen, sprechen nicht mehr mit mir. Ich weiß nicht, was sie sich von dieser Demonstration versprechen. Als Konversationspartner taugen sie ohnehin nicht. Da ist natürlich die Frau. Aber was sie betrifft, versuche ich, meine Kontakte zu begrenzen. Okay. Meint der Kira? Nee. Quatsch, das ist auch, glaube ich, nicht Kiras Bekannter, sondern sie hat erst Kontakt mit ihm aufgenommen durch die Laterne, ne? Tag 362. Meine schwarze Ratte ist tot. Ich habe sie heute zusammengekrümmt im Käfig gefunden. Vielleicht wurde sie versehentlich infiziert. Bei der Autopsie konnte ich allerdings keine Krankheitszeichen entdecken. Gut ernährt war sie auch. Seltsam. Aus medizinischer Sicht ist ihr Tod rätselhaft. Und ich muss eingestehen, dass dies den Gelehrten in mir irritiert. Aber ich erwähnte ja, dass ich Ratten nie gemocht habe. Okay, also mit dem Wissen des Lords hat ein vermeintliche Zauberer hier irgendwelche Experimente durchgeführt mit dem Ziel, eine Krankheit zu besiegen. Eine Krankheit, über die wir jetzt, entweder ist es eine bekannte Krankheit oder irgendwas Spezielles hier in der Gegend. Von Seuche oder so war ja schon die Rede. Na gut, dann gucken wir uns mal hier die Geister an. Oh. Warum hast du mich verlassen? Du sagtest doch, du liebst mich. Mir ist so kalt. Warum hat mich niemand gerettet? Ich kann hier nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Wer bist du? Willst doch du mir wehtun?
Oh Gott, okay. Hier können wir erstmals Kontakt aufnehmen. Hab keine Angst. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du? Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit. Die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns. Soweit das Auge reicht. Ich, meine Familie. Wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein. Okay, sie scheint Annabelle zu sein, oder? Der Magier, der hier lebte. Wer war er? Alexander. Ich kannte ihn kaum. Er verbrachte die meiste Zeit alleine in diesem Turm. Er ist auch tot. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein. Sie haben mich alle verlassen. Selbst er, der mir die ewige Liebe versprach. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Okay, ich meinte, so eine Erscheinung hatten wir schon im Weißgarten mal. Also, ein Fluch, den wir brechen konnten. Mal gucken, ob der Fall hier ähnlich gelagert ist. Sag mir, was hier passiert ist. Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein, sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen. Zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien. Aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Was war denn das für ein Trank? Erinnerst du dich an sein Aussehen oder den Geruch? Ich weiß nur noch, dass ich Angst hatte, ihn zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Ah, die Katriona. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn. Meinen geliebten Graham. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf, aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzten sich auf mich und... Okay, warte mal. Also, sie hat einen Geliebten gehabt. Das hatte, glaube ich, der Lord so im Nebensatz mal erwähnt. Dein Geliebter hat dich nicht gerettet. Warum? Es waren zu viele. Er rief, lass sie in Ruhe. Er versuchte, sie zu packen, aufzuhalten. Sie haben nur gelacht. Okay, sie hatte offenbar einen von dem einfachen Volk als Geliebten. Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende. Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall. Am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von ihr fort? Okay, wow, was für ein schrecklicher Tod. Also insofern wollte der Zauberer ihr vermutlich doch irgendwie helfen. Ich meinte, was der Effekt war, Schlaftrunk, die Vergewaltiger offenbar, haben gedacht, okay, jetzt ist sie tot, so nach dem Motto, haben sie in Ruhe gelassen. Und dann ist sie aufgewacht, konnte sie nicht bewegen, aber dann waren die Ratten da. Aber was, wieso sind die Ratten gekommen? Das ist noch völlig unklar. Kannst du mit den anderen Geistern auf der Insel sprechen? Nein, ich bin allein. Die anderen weichen zurück, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht, warum.
Du hast keine Angst vor mir, oder? Nein, ich bin Geister gewöhnt. Allerdings, ich muss zugeben, du hast etwas an dir. Du bist anders. Ja, das ist spannend. Was ist anders an dir? Aber nochmal zu den Ratten. Die Ratten waren natürlich da, wissen wir, im Keller für seine Experimente. Aber wieso sind sie frei, ne? Du warst nicht die Letzte, die hier gestorben ist. Im Turm liegt noch eine frische Leiche. Die Insel ist gefährlich. Die Leute sollten sich von ihr fernhalten. Auch ich will fort von hier. Der Tote. Er wurde scheinbar von einem Monster angegriffen. Vor kurzem. Lebt noch jemand im Turm? Woher soll ich das wissen? Hier gibt es viele Geister. Ich höre ihre Stimmen jede Nacht. Ich meine nicht die Geister. Hier haust ein Monster. Du musst etwas bemerkt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts bemerkt. Warum fragst du? Warum bedrängst du mich so? Du bist doch mein Retter, nicht mein Peiniger. Na, also die Reaktion war ja ziemlich offensichtlich. Ich bin mir relativ sicher, dass sie es gewesen ist. Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber... Er würde einen Geist lieben. Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Graham. Nein, er lebt. Aha. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, indem du ihm vergibst. Du könntest die Insel befreien. Dein Geliebter, wer ist er? Ein Adelssohn? Nein, ein armer Fischer. Mein Vater war gegen ihn. Sehr. Er wollte nicht, dass wir zusammen sind. Oh, ich vermisse ihn so. Jede Nacht gehe ich ans Ufer und blicke zum Dorf hinüber. Denkt er noch an mich? Vorhin sagtest du, du kannst den Turm nicht verlassen. Hab ich das? Du musst dich verhört haben. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Was für ein Albtraum. Okay, die nächste Unstimmigkeit. Ich glaube, du stehst im Zentrum des Fluchs. Die Auren der anderen Geister hier sind nicht annähernd so stark wie deine. Mein Medaillon pulsiert, seit ich mit dir rede. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber du scheinst einiges zu wissen. Du könntest recht haben. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Ich spüre es. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin? Möglich. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung des Fluchs sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt. Ich will ihm vergeben. Aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll sie begraben. Das soll unser Abschied sein. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich? Okay. Also, es ist mir ein bisschen... Die ganze Sache ist mir ein bisschen suspekt, ehrlich gesagt. Es gibt jetzt erstens die Vermutung, dass sie den Typen umgebracht hat. Zweitens ihre nicht ganz kohärenten Aussagen. Ich schaue mich noch mal ein bisschen um, würde ich sagen. Und dann entscheiden wir uns. Ich hoffe wirklich, dass ich helfen kann. Aber erst muss ich mich etwas umsehen. Wozu denn? Hier gibt es nichts. Nur Knochen und Ratten. Lass mich nicht wieder allein. Ich komme wieder. Verlass dich drauf. Na gut, aber komm bald. Lass mich nicht warten. Ja. Okay. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Ich meinte... Allein. Alle haben mich verlassen. Ist sie jetzt runtergegangen? Die Tür ist aufgegangen? Also, hier liegt noch was. Das wollte ich noch untersuchen. Okay, das ist nichts Relevantes. Wann hat dieser Albtraum ein Ende? Verwende die magische Lampe, um Kontakt mit Annabelle aufzunehmen. Mal sehen, ob man das nochmal kann. Gut. Auf jeden Fall kommt man noch hoch.
Ach, schau mal. Sie steht da noch. Ah, alles klar. Das sind seine Aufzeichnungen. Und da oben? Okay. Hier scheint nichts zu sein. Oder? Wow, beeindruckend. Ich meinte, hier, da ist noch eine Truhe. Hier könnte sie natürlich stehen und hinüberschauen. Das ist möglich. Da ist nichts mehr. Okay. So, hier geht's noch einmal weiter. Okay, hier könnte der Ort für diese Experimente gewesen sein, oder? Bis zum Schluss da drin. Was für eine beschissene Art zu sterben. Oh Gott, ja, das ist schrecklich. Naja, gut, aber keine weiteren Erkenntnisse mehr in der Sache. Ich weiß nicht. Wir gucken ganz kurz mal ins Journal. So. Gut, das sind die bekannten Informationen. Nee, da ist absolut nichts Neues mehr. Also, um ehrlich zu sein, das mit... Wann hat dieser Albtraum ein Ende? Ich traue ihr nicht. Ich habe da kein gutes Gefühl. Sprechen wir nochmal mit ihr. Mal gucken, wie sie reagiert, wenn wir unsere Zweifel äußern. Ist auch so ein kleiner Test, ne? Wo ist jetzt hin? Alle haben mich verlassen. Da. Oh mein Gott. Hilfst du mir jetzt? Du hast versprochen, mich nicht hier zurückzulassen. Wirklich alles sehr traurig, aber irgendwas stimmt nicht. Ich habe so ein Gefühl. Was denn? Du verschweigst mir etwas. Du weißt, wie gefährlich die Insel ist, aber du sagst mir nichts über das Monster, das hier lebt. Aber es gibt doch kein Monster. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, sie ist das Monster. Ich glaube, du lügst. Die Frage ist nur, warum? Um das Monster zu schützen? Oder etwa... Halt! Ich will es nicht hören! Ich kann dir nicht helfen. Etwas von dieser verfluchten Insel, von einem verfluchten Ort zu entfernen, ist zu gefährlich. Und die Gebeine einer Toten, das bedeutet Ärger. Das heißt zu Recht, Hexer, sein herzlose Bestie! Wirst du Graham dann herbringen? Ich muss mich von ihm verabschieden. Annabelle, hör zu. Du wolltest mir von Anfang an nicht helfen. Ich hatte so gehofft, dass ich endlich jemand erwarmen würde. Ich dummes Ding. Oh oh. Oh oh. Okay. Oh oh. Leute, ich muss mal kurz, wir haben Öl. Das ist halt das Nervige, ne? An den Geschichten, wir haben Geisteröl. Das will ich hier schon nochmal verwenden. Und dann müssen wir mal sehen, wie wir das jetzt machen. Geschützt bin ich. Okay. Okay, verdammt. Wir müssen, glaube ich... Ich muss sie fangen. Ach, sie haut doch noch ab. Okay, das ist natürlich nicht gut. Wo kann sie hin sein? Sie ist doch nach unten raus, ne? Ah, da ist sie. Okay, alles klar. Können wir hier hinterher springen? Ah, ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dass wir uns da was tun. Ob sie in den Keller gegangen ist? Hier raus. Wo ist sie hin? Also entweder raus oder in den Keller. Da ist sie. Okay.
Ah, nee. Falle wollte ich machen. Ah, verdammt. Ich depp. Okay, kriegen wir aber. Jetzt haben wir hier ein schönes Kampffeld. Ah, das sind die Viecher. Da können wir nur gegen Feuer, mit Feuer. Feuer haben wir aber nicht. Ja, das haben wir. So. Ich brauche die Falle. Sonst haben wir... Sonst geht das... Oh, schon wieder, ey. So, wir brauchen... Wir brauchen die Falle. Jetzt... Jetzt habe ich mal die Falle. Okay. Da. Zeig mir, was du zu bieten hast. Komm her. Komm rein. Naja, ohne Falle geht's nicht. Das war dumm. Aber wir treffen sie auch ohne Falle. Aber halt nicht so gut, ne? Das Blöde ist... Ich brauche Schutz, ich brauche alles Mögliche. Ich krieg zu wenig... Oh, gerade, gerade. Ich krieg zu wenig Ausdauer. Ich brauche nochmal Waldcodes. Ich weiß nicht, wie ich aus der Nummer rauskomme. Ich kann halt nicht Feuer und Falle gleichzeitig machen. Im Laufen verliere ich auch Ausdauer. Was jetzt, du Stück Dreck? Oh oh. Shit. Okay, das war. Das fies. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah ja, na gut. Das kriegen wir aber hin. Das größte Problem ist das Ausdauerproblem. Ich muss halt gleichzeitig diese Viecher verbrennen und die Falle machen und mich idealerweise noch schützen. Und am Ende war es ganz dumm gelaufen. Sind wir wieder ganz oben? Ja, okay. Wir sehen uns gleich unten. Wann hat dieser Albtraum ein Ende? Okay, ich bin wieder unten. Ich habe Geisteröl aufgetragen. Ich werde einmal Schutz machen. Und ich werde direkt, warte mal, direkt Waldkauz trinken. Damit ich besser jetzt vorbereitet bin. Wir machen direkt eine Falle. Lassen Sie kommen. So, komm rein hier. Sich angehört, als würdest du selbst zu einem Geist werden. Ich musste mich mit einer Pesta rumschlagen. Eine Pesta? Und hat sie dir verraten, wie der Fluch gebrochen werden kann, bevor du sie mit dem Schwert niedergemacht hast? Ja, wir haben ein wenig geplaudert. Ich muss wohl ihren Geliebten auf die Insel bringen. Einen Fischer namens Graham. Den kenne ich. Er lebt in Erzdorf, dem Dorf am Seeufer. Such ihn sofort auf. Wir haben es fast geschafft, ich spüre es. Okay, sprich mit Graham. Aber getötet habe ich sie jetzt nicht, ne? Sie ist gerade so irgendwie noch entkommen, entflohen. Wo ist Graham? Wo ist das Dorf? Ah, da gegenüber. So, offenbar können wir dieses Boot auch verwenden. Und da müssen wir hin. Wir sehen übrigens, es gibt hier mit dem Schnellreisepunkt noch eine Info. Turmruine, auf der angeblich ein schrecklicher Fluch liegen soll. Na gut. Okay, dann segeln wir mal rüber zu Graham. Haben wir die Gegend einigermaßen befreit? Na, hier sind immer noch ein paar Viecher. Oh ja, alles klar, wir müssen hier noch einen Kampf bewältigen. Obwohl, die hauen ab. Unnötige Kämpfe müssen wir nicht führen. Dann setzen wir uns hier lieber ans Steuer. Oder können sie auch das Boot angreifen? Schaut mal, die schwimmen auf dem Land. So, wie spät haben wir es eigentlich? Wann stören wir jetzt Graham? Es ist früh am Morgen. Sieht allerdings noch irgendwie nach Nacht aus. So, wenn ich es auf der Karte gesehen habe, liegt der Ort dort direkt gegenüber.
Ich schaue mal ganz kurz, ob ich richtig liege. Ja. Wir steuern genau richtig. Okay. Dann pusten wir mal etwas. Gut, ich meine, sie kann ja immerhin nicht weg. Und er, naja, er wird jetzt schon ein bisschen in Gefahr geraten. Was ist da? Ich sehe da einen Mann. Ich sehe Dörfler. Lass mich rein! Ich hab gesagt, ich will niemanden sehen. Aber du musst... Lass mich in Ruhe! Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Puh, ich hab schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Hm, was ist mit denen los? Warte mal kurz, wir reden jetzt mal mit denen hier. Was? Medete Stuart, esse in Novigrad. Spätestens bis Medete wird er in Novigrad sein? Über wen reden die? Was macht die hier bei dem Fischer? Alles sehr, sehr merkwürdig, liebe Leute. Aber ich würde sagen, Aufklärung bekommen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwald.